Das ist Fort Max. Ich habe einfach mal eine Mauer um das Haus gezogen, habe da ein bisschen Zeit investiert. Was machen wir denn diese Folge? Ja, farmen. Kohle, ja. Dann wollen wir mal losfahren zur Mine. Ich weiß gar nicht, ob ich da so einfach durchkomme. Es ist natürlich blöd immer, dass ich das Tor schließen muss. Willkommen zu einer neuen abenteuerlustigen Folge von Miss Survival. Schön, dass du eingeschalten hast und vielen Dank an alle Mausathleten und Zuschauer, die meine letzten Videos geschaut und bewertet haben. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, könnt ihr das gern auf meinem Kanal nachholen und schnell einen flinken Kommentar oder Abo dalassen. Wir sind momentan in unserem Haus, in unserem weißen Haus, ist ja schon eine Weile her, seit der letzten Folge, und deswegen hat sich auch einiges getan. Ich habe jetzt ein bisschen mal was nachgeholt, wo ich sonst ja eigentlich keine Zeit dafür hatte. Wie ihr seht, ich habe jetzt eine Destillerie, ich habe jetzt hier Beeren gejagt, das habe ich auch. Dann haben wir Onmassen an Kisten hier. Ich habe so ziemlich alle Kisten, na nicht ganz alle, aber so fast alle Kisten eingesammelt. Wir haben jetzt hier, sehe ich gerade, ein Bärenfell oder die Haut, die Bärenhaut, die muss ich gleich mal hier wieder reinschmeißen. Da hat sich auch einiges geändert, das müssen wir hier mal umändern. Und ich möchte euch natürlich Fort Max zeigen. Also wenn jemand glaubt, dass Fort Knox gut gesichert ist, dann solltet ihr das jetzt euch gleich mal anschauen, was ich hier aus dem weißen Haus gemacht habe. Und hier, ihr seht ja auch alles Kisten. Da steht ein Bettchen. Da haben wir dann auch noch Kisten. Ja, ansonsten, die anderen Zimmer sind noch nicht befüllt. Da sind wir noch gerade bei. Da sollen ja auch noch die NPCs zu Hause finden. Ja, gehen wir mal raus. Wie ihr seht, das ist Fort Max. Ich habe einfach mal eine Mauer um das Haus gezogen. Habe da ein bisschen Zeit investiert, um ein bisschen entsprechend, Schutz zu haben. Ich habe natürlich hier auch einen Hühnerzaun gebaut. Das war so ganz am Anfang, was auch nicht schlecht ist. Damit kann man die Zombies echt gut, ja, abschießen halt, ne? Das ist klar. Ansonsten, wie ihr seht, hier komplett alles rumgebaut mit einem dicken Tor. Was machen wir denn diese Folge? Dadurch, dass ich natürlich jetzt einen Haufen Zeugs gebraucht habe für den Wall, müssen wir natürlich Metall farmen. Und da habe ich mir Gedanken gemacht. Wo kriege ich Metall her? Natürlich aus den Autos, die man zerkloppen kann. Ne? Das waren ja die Zuschauertipps. Und natürlich aus der Mine. Und da ich jetzt ein bisschen schon mich umgeschaut habe, also ich bin nicht mehr ganz blauäugig unterwegs, weiß ich ungefähr, wo jetzt die Mine ist. Und da werden wir jetzt hinfahren und werden da mal diese Folge ein bisschen, ja, farmen. Ein wenig, muss mal gucken, habe ich denn eigentlich genug zu essen. Ah, ich glaube, ich nehme mal, glaube ich, noch mal ein Stück zu essen mit. So, erstmal hier ein bisschen leckeres Bärenfleisch essen. Oh, lecker. Ja, rein damit. Hier auch. Ja, Wasser müssen wir auch noch machen, sehe ich gerade. Das können wir mal. Okay, wir brauchen da nicht mehr. Dann hänge ich das hier wieder an. Trocknet ja vor sich hin. Geben wir noch einen Schluck drauf. Until enough. Und ich sehe gerade, ich habe mein ganzes Zeug mit. Das brauche ich jetzt eigentlich gar nicht. Ich packe das mal alles hier rein. Ich wollte nämlich noch eine Repair-Station bauen, aber leider fehlt mir da noch einiges Holz. So. Also nicht Holz, sondern Metall natürlich. Aber Für Holz müssen wir auch noch sorgen. Gut. Ja, hier hinten habe ich jetzt ein paar Koffer eingeladen. Da sind so meine Waffen drin. Da habe ich jetzt Handgranaten. Ich habe eine Pistole, eine M14. Pfeile habe ich mit. Ach, seht ihr, genau, habe ich euch auch noch nicht gezeigt. Ich habe Speere. Ich habe noch eine leere Kiste. Und, ganz wichtig, ich habe einen Langbogen. Langbogen mit Köcher und Pfeilen. Schießen kann ich damit noch nicht. So, gucken wir mal rein. 7 Pfeile mit Eisenspitze, das muss genügen. Also wir sind gut ausgestattet. Außerdem haben wir noch eine Schrotflinte. Und einen Haufen Munition. Dazu noch
Gewehr und Pistole. Ja. Dann wollen wir mal losfahren zur Mine. Ich weiß gar nicht, ob ich da so einfach durchkomme. Es ist natürlich blöd immer, dass ich das Tor schließen muss. Gut, wo fahren wir lang? Wir fahren hier lang. Dann wollen wir mal zur Mine fahren. Ich habe auch mittlerweile so diverse Banditenlager ausfindig gemacht mit den Scharfschützen. Da werden wir uns dann auch demnächst mal ranpirschen. Das werden wir vielleicht die nächste Folge machen, dass wir uns mal dann jetzt langsam ein Scharfschützengewehr besorgen. Da hinten war ich schon drin, glaube ich. Sondern erstmal ist es wichtig, dass wir jetzt zur Mine kommen. Moment, können wir das da eigentlich kaputt machen? Ne, können wir nicht. Um einen Vorschlaghammer zu besorgen, damit wir eben halt auch das ganze andere Zeug kaputt hauen können. Weil das jetzt alles mit der Axt wird jetzt schwierig. Und wir brauchen natürlich auch Metall. Übrigens, hier geht es dann hoch zum Banditenlager. Gut, wir fahren mal jetzt hier lang. Ich wollte mal sowieso gucken, ob man das Auto da hinten auseinandernehmen kann. Mit der Axt noch. Ja, das geht noch. Das nehmen wir natürlich mit. Ist natürlich Metall, was wir brauchen. Müsste eigentlich sogar schon reichen, um die Repair-Station zu machen. Gut, aber wir machen jetzt erstmal, fahren erstmal weiter. Wir müssen ja noch das Militärcamp, müssen wir ja auch noch. Oh, das gab aber gut. Das gab gut hier. Vier von denen, immerhin. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, gut. Hier, den könnten wir noch zerhauen. Der geht auch noch, sehr gut. Nehmen wir auch noch mit. Dann müssen wir kurz noch zum Camp hoch. Und dann fahren wir gleich zur Mine durch. Will jetzt nur noch schnell das Camp looten. Und so, noch irgendwo was hier. Gott. Ja. Dann mal hier rein. Hier waren wir ja, glaube ich, stehen geblieben. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier war nichts. Ah, da sieht er da oben. Da sieht man schon wieder was. Da oben ist eine Kiste. Die nehmen wir natürlich mit. Da ist nichts drin, aber... Ja, Leute, ich habe diesen Doppelkisten-Bug. Ist aber nicht schlimm. Haben wir zwei Kisten. Weiß gar nicht, ob ich das noch raufkriege, aber eigentlich müsste ich das noch raufbekommen. Ja, müsste gehen, glaube ich, so. Ja, passt. So, sieht gut aus. Passt oben drauf. Müssten wir eigentlich so noch raufkriegen. So steht, ne? Perfekt. So, ist gut. Gucken wir mal uns hier schnell um. Hier ist nix. Da ist auch nix. Hier mal eventuell reinschauen. Unten drunter. Hier ist auch nix. Hier steht nichts. Mittlerweile, wenn man das so eine Weile spielt, kriegt man auch ein Auge dafür. Wenn man halt nicht zu schnell ist. So, da waren wir auch schon. Ah, seht ihr, da ist nämlich noch eine Kiste. Die nehmen wir auch mit. Oh, was ist da drin? Eine Machete. Na, bitte, nehmen wir auch mit. Ganz klar mitnehmen. Dann nehmen wir mal die Axt raus. Die machen wir mal raus und wechseln das mal mit der Machete. Und wir können das Ganze, haben wir hier auch noch, Doppelback. Kriegen wir auch noch rauf. Ja, passt alles.
Nehmen wir auch alles mit hier. Ja, komm schon. Will er nicht. Ah, er klemmt wieder fest. Das ist so ein bisschen... Da muss man immer so ein bisschen drehen, die ganze Geschichte. Dann geht das wieder. So, dann nehmen wir den nochmal so hoch hier von vorne. Ah, er will nicht. So müsste das passen. Es dürfte nicht runterfallen. Gut, Machete haben wir auch. Gucken wir mal hier noch rein. Da ist nichts drin. Hinter dem Schrank auch nicht. An der Seite auch nicht. Schubladen. Können wir leider auch nicht mitnehmen. Gut. Zwischen dem Zelt. Ach, hier ist noch eine Kiste. Oh, und wir haben Munition. Mal sehen, ob wir die Kiste noch mitbekommen. Eigentlich müssten wir sie noch raufkriegen. So, müsste passen. Sieht gut aus. Gut gestapelt, ist halb gefahren, ne? So, was liegt hier noch rum? Da ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Hier könnte man noch auf die Container schauen. Aber wir wollen ja gleich zur Mine weiter. Da gucke ich mich dann nochmal um. Später nochmal genauer um. Hier gehen wir auch nochmal drauf. Hier ist auch nichts. Und hier die Tische. Den Ventilator können wir leider nicht nehmen. Gott. Ja. Was würde ich sagen? Gucken wir hier noch rein. Da ist auch nichts drin. Gott. Also wie gesagt, da gehe ich dann vielleicht später nochmal hin, gucke dann nochmal genauer nach. Wir müssen jetzt erstmal zur Mine. Heißt, wir fahren jetzt erstmal hier durch. Hier haben wir ja soweit alles abgegrast. Gut. Die Autos, die hole ich mir auch noch später. Müssten wir eigentlich durchkommen. Weiß nämlich nicht, ob ich da hinten lang komme. Also jedenfalls, ob ich da hinten durchkomme. Da hinten durch die Sperre. Ja, ich denke mal nicht. Man müsste das Ganze mal umgehen. Ja, Moment mal, Leute. Das kann doch jetzt nicht sein. Das ist doch nix. Ja, ist gut, ne? So. Kann doch nicht sein, dass ich jetzt mich da an der Bodenwelle festgefahren habe. Ja, Herrschaftszeiten. So, ordentlich Stoff geben hier. So. Geht doch. Machen wir mal hier hoch. Das Ganze. Ach, hier steht ja auch noch ein Haus. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Gut, das lassen wir erstmal stehen. Wir fahren mal hier an der Seite lang. Mal gucken, ob wir hier durchkommen. Mensch, das ist aber auch dicht bewaldet. Jetzt muss ich mal gucken. Komm mal hier runter. Oh, hier würde es gehen. Hier ist aber auch wieder so eine Welle. Ich könnte ja eigentlich auch die andere Richtung fahren. Wenn ich die Straße weiterfahre, dann müsste ich doch eigentlich da hinten rumkommen. Müsste doch einfach viel einfacher sein. Egal, wir fahren jetzt. Wir sind jetzt hier. Wir fahren jetzt da durch. Wir machen mal hier so ein... Ja, jetzt.
So, sag mir jetzt nicht, dass ich mich hier festgefahren habe. Das kann doch nicht sein. Mensch, Leute. Unglaublich. Dass man jetzt nicht vorankommt. Man müsste doch nach hinten fahren können. Man, so schief ist das Ding doch gar nicht. So, jetzt hängt man wieder fest. So, können wir da durch? Na, geht doch. So, perfekt. So macht man das. Man hätte es auch einfacher haben können, aber egal. Wir fahren jetzt hier lang. So. Es ist doch nicht wahr. So, gucken wir mal gleich wieder hier. Ach. Eine Riesenwelle hier. Ich bin, Gott sei Dank, bin ich noch nicht runtergefallen. So, zurück. Vorwärts kommen wir nicht mehr. Rückwärts auch nicht mehr. Doch, muss ja gehen. Okay. Ich mache das später mit dem Auto hier. Ich mache es erstmal aus hier. Ich lasse das jetzt hier stehen, hier, bevor wir da hinkommen. Gott. Also. Ne? Der einzigste Abhang in der Nähe und ich fahre da auf diesen Abhang. So. Aber ich komme da auch wieder runter. So, wir brauchen ja die Spitzhacke. Das sage ich euch. Also, immer wieder was Neues. So, erstmal Munition. Wir brauchen Munition, die nehme ich mal mit. Die stecken wir mal ein. So. Spitzhacke. Wir brauchen eine Spitzhacke und nichts dergleichen anderes hier. So, dann haben wir noch Schrotmunition. Wir haben eine Schrotflinte mit, also brauchen wir Schrotmunition. Perfekt, das haben wir, das reicht. Ja, da gucken wir uns auch noch mal um dann. Mache ich dann mal zur Zeit dann, wenn ich Zeit habe hier. Momentan wollen wir ja mal ein bisschen was abbauen. So, Machete raus. Und die Spitzhacke, die brauchen wir ja. So, dann sind wir ja mal in der Mine hier angekommen. Lincoln-Zement. 50 Kilo. So, gucken wir mal hier. Sehr schön. Das auch nichts. Aha. Hier ist was. Das nehmen wir mit. So, Kupfererz. Kupfererz mitgenommen hier. Kann man auch das Ding zerhacken? Müsste man mal gucken, dass wir den... Obwohl, warte mal, wir nehmen mal das Messer raus. Und dafür die Machete. Das Messer ist halt gut für den Bären. Das ist ganz gut halt eben. Wo ist denn jetzt eigentlich... Jetzt habe ich die Axt gar nicht mit. Schade eigentlich. Egal. So, hier ist auch nichts. Gut, dann gehen wir mal in die Mine rein. Hier ist auch noch Kupfer. Bitteschön. Braucht man ja alles. Muss mal ein bisschen vorsichtig sein. So. Immer weg damit. Eisenerz brauchen wir. Geht's nochmal? Na, selbstverständlich. Noch mehr Eisenerz. Brauchen wir alles zum Einschmelzen für den Hammer? Okay, hier geht's nicht weiter. Da geht's auch nicht weiter. Da auch nicht. Also müssen wir hier lang. So, gucken wir mal hier. Da hinten leuchtet's rot.
Nimm mal lieber die Schrotflinte, die Pumpgun. Können wir das hier aufmachen? Nee, können wir nicht. Also hier gibt's gar nichts. Ah, und hier? Gut. Kann man die Tür zumachen? Ich mag es nicht so gern, wenn die Tür offen steht. So, was haben wir denn hier? Hier ist nichts. Ein Drucker. Kann man auch nichts machen. So, also alles verlassen hier. Schade eigentlich. Kann man irgendwas mitnehmen? Hier ist ja gar nichts drin. Weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. Ich glaube, das geht nur mit der Axt momentan. Oder mit dem Vorschlaghammer. Nimm mal Schild und Machete. Das ist genau jetzt das Richtige, falls doch was kommt. Spare ich Munition. Nö. Hier ist gar nichts. Nada. Nichts. Wie komme ich denn eigentlich dahinter? Okay. Da kommen wir nicht durch. Geht auch nicht. Vielleicht muss man hier irgendwie einen Schalter noch betätigen. Da leuchtet irgendwas grün. Auch nicht. Gar nichts. Überhaupt nichts. Gut. Alles zu hier. Hier ist auch nichts. Okay, das war's hier, oder wie? Sind wir fertig? Das waren ja nur zwei Vorkommen. Zwei Kupfer, zwei Eisenvorkommen. Mehr war das ja gar nicht. Ne? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob es noch irgendwo anders... Also ich weiß, dass es noch eine weitere Mine gibt. Die ist hier scheinbar noch zu. Gut. Hier müssten wir mal gucken. Hier gibt es auch nichts. Alles klar, Leute. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ja, ging ja flott. Haben wir ja einiges mitgenommen. Ich werde mich jetzt noch darum kümmern, mein Auto sozusagen wieder freizufahren. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, ne? Schön, dass ihr alle dabei gewesen seid. Und wir sehen uns. Macht's gut.